So, und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zurück zu Raft. Weiter geht es. Wir stürzen uns weiter rein in den, in den Nuklearreaktor. Ich überlege jetzt gerade, von hier sind wir gekommen, oder? Genau, hier sind wir rumgelaufen, haben die Objekte eingesammelt und von hier sind wir gekommen. Und wir wollten quasi, da hoch geht's nicht und da wollen wir rein. Genau, jetzt haben wir wieder. Hab ich nicht... Na gut. Okay, also. Aufmachen. Anzug an. Und rein. So. Dadurch, da. Und Feuer frei. Luft anhalten. Radioaktivität ist stark verseucht. Seriously? Kollege, magst du das vielleicht ein bisschen schneller machen? Ja, triff doch mal. Ja, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück, ne? Ich habe keine Ahnung. Hat Glück gehabt? Gut, okay. Also wir sind durchgekommen. Luke ist offen. Okay. Steuerstab. Das ist cool. Laboratory. Okay. Labor. Huch. Tun die weh? Die tun weh. Okay. Ah ja. Oh. Okay. Ja. Haben wir geschafft. das haben wir ja rein zufällig, Achso, das war nur der eine Hebel. Na, okay. Gut. Hätten wir das auch geschafft. R für sanftes Drehen. So. War ein bisschen doof von uns, ne? So. Den können wir nicht drehen? Okay. Okay. Ja, schade. Oder soll der hier hin? Und wir spucken den denn woanders hin? Kann natürlich auch sein, ne? Aber... Hopp! So. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Wir müssen hier hin. Okay. Also rein theoretisch muss doch. Aber den können wir nicht bewegen. Gut. Der spuckt da und der spuckt dagegen.
Da können wir das so machen sogar. Und er spuckt ja auch nur da so. Ja, dann können wir den halt. Okay. Neuer Anzug? Kurze Frage. Warum hat der den nicht genommen? Ah, gut, okay. Müssen wir nicht verstehen, ne? So, können wir den vielleicht drehen? Nö. Der bleibt so. Der Strahl muss doch irgendwie dahin abgeleitet werden. Hier kommen wir nicht ran, da kommen wir nicht ran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Drehzahl kann sich noch um ein paar Tage verzögern. Ja. Könnte auch einen Schlüssel benutzen, ne? Warum kann ich das nicht drehen? So, kann ich vielleicht irgendeine andere Schaltfläche drehen? Und so ein Hebel? Nee, kann nur die Teile hier drehen. Das macht doch aber gar keinen Sinn, Leute. Wieso? Das bringt gar nichts. So, ne? Wenn wir den. Ja. Okay, wir müssen hier ein bisschen rumprobieren, so wie es aussieht. Wer hätte es gedacht, ne? Das ist die einzige Stellung, die so funktioniert, ne?
Das wird der Stell, was mit der Stellung zu tun hat, ist halt auch fraglich, ne? So, der ist so. Okay, dann. Ja, okay, das hat echt was mit der Stellung auch zu tun, wie... Na gut. Kuckuck. Wir treffen halt einfach den hier nicht, ne? Bin ich jetzt gerade ein bisschen... Kommt mir gerade so vor, als wenn ich meinen Garten wässern würde. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Also wir können ja hier auch nichts... Kann man ausmachen? Nee, ausmachen kann man nicht. Wie viele von euch vielleicht dieses Rätsel kennen und schon wieder nur am Kopf schütteln sind. Checkt der Idiot das denn nicht, dass der da so und so machen muss? Sieht der denn nicht, dass der da und darauf drücken kann? Ah, guck mal, Leute. Ja, und wie dumm ich bin, ne? Und jetzt? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Okay. Wenn ich den jetzt drehe, verändert sich der ganze Strahl eigentlich? Ja. So. Boah. Die Frage ist aber... Wo soll ich den jetzt hindrehen? Wir drehen ihn mal so ans Äußerste. So. Und dann... Nehmen wir den so. Hopp. Hopp. Holen uns einen neuen Anzug.
Oh, jetzt hätte ich mich selber getroffen. Bin aber auch super clever, ne? Oder wir haben schon bei dem zweiten hier schon Fehler. Kann ich mir aber echt, also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also hier kann ich ja auch nicht mitarbeiten, außer bei dem. Ja. Ne. Jetzt hab ich gedacht, ich hab's. Und renn von einer in die andere Misere. Auch nicht. Dann machen wir das wieder so. Kein Bock mehr hier irgendwie so ein YouTube-Video anzugucken. So, da wird der Strahl direkt zurückreflektiert, ne? Jetzt, guck mal, jetzt treffen wir den nicht mal mehr. Ah, zurück! Anzug! Problem sind die Kisten hier. Ja? Also das geht halt nicht, ne? Weil ich komme halt nicht so weit um die Ecke, dass ich... Leute, ich bin zu blöd dafür. Thank you.
Ja. Da. Hopp. Neuer Anzug. So. Also. Oh, Anzug. So, ging doch easy, oder Leute? First try. Ey. Wassermelone. Okay. Rezept. Okay. Gut. Okay, hier, guck mal. Das können wir erstmal, die Überreste können wir erstmal wegtun. Na? So, jetzt. Easy going here. So, okay. Psst, Leute, also hier, Hinweis. The Selene facility was built for one purpose. Master and perfect the experimental reactors used to power the floating cities. No easy task, but it has been done. In theory. Yet, we do not have the people to construct anything but a basic prototype. It can be built for real, I know it. We just need more people. There's a place where the rafters live in peace with any survivors of the old world. They call it Utopia. There we can begin to reverse the damage we've done. But we received a message from them yesterday. One of the investors has taken control of the community. Olaf Wilkstrom. I fear his intentions with this potential haven. Ach, hey. Ah! Leute. Jetzt hier von der anderen Seite verschlossen. So, und wir sind ja quasi hier rein. Genau. Reaktorschlüssel, haben wir den? Ne, den haben wir gar nicht.
Benötigt 1 Reaktorschlüssel. Steuerstab einsetzen. Leute, guckt euch das an. Wie sieht's da unten aus? Nahkreaktor, okay. Steuerstab. Oh, wie wir den hier so rauszaubern. Steuerstab in Position. Kühlprozess bereit. Das könnte aber man auch als Kühlprozess, ne? Klemmt, manuelles Einsetzen erforderlich. Oh, Reaktorschlüssel nehmen. Welcher klemmt? Welcher klemmt? Jo, Leute, guckt euch mal die Käfer schon wieder. Nee? Hier. So, ab zum Reaktor. Tja, wie gut, dass hier eine Münze liegt. Da oben, guck mal her, da sieht man so einen leichten Grünschimmer, ne? Hier. Da ist es halt ein bisschen kontaminiert. Aber das stört. Ah. So, so. Haben wir die Pfeile alle einsam? Ich hab so ein blödes Gefühl, dass wir jetzt schon wieder angegriffen werden. Ja. Der letzte Angriff! Also, ja. Okay. Okay, das Rad wird wenigstens gespeichert. Das sogenannte Rad der Zeit. Oh, schneller, 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 schneller. Gut. Sehr gut, ich muss zurück, ich brauche einen neuen Anzug. Ich habe zwar noch Hälfte, aber... Der Schatten, ey. Da bist du nur so eine... So. Sind das unendlich? Ja, das Ding ist so scheiße groß. Wie wär's, wenn du einfach mich in Ruhe lässt? Oh, wir sind halt fast tot, ne? Weg damit. So, okay. Also. Ey, das sieht aber auch geil aus, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt hier, sondern... Da müssen wir jetzt lang. Gut. Wir nehmen hier überall das rohe Fleisch mit.
Bin ich ehrlich, Leute. Bin ich absolut ehrlich. So, haben wir noch richtig schön etwas zu essen? Nee, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt noch die hier. Sehr gut. So, hier waren wir. Achso, genau, hier haben wir die Teile mitgenommen. Alter, sieht das geil aus. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, hier liegt noch eine Münze. Da ist noch jemand drin. Ey, sind das so eine Kryokammern? Utopia. Und eine Marke. Eine Kiste. Proplan, was ist das? Elektrischer Schmelzer aufnehmen. Okay, wir kriegen anscheinend einen besseren Schmelzofen. Utopia! Ja, 1603. Sehr gut, auf nach Utopia, Leute. Hier sieht, das sieht aus, als wenn hier ein Dings fehlt. Ein Hinweis. Gefällt mir gar nicht. Ah! Hallöchen! Guten Morgen. You're not. Oh. I get it. They left me here. Wow. Thanks for waking me up. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So, you got room for a bioengineer? I swear, it's actually practical. Okay. Great! That's very nice of you. I'll do my best. Neuer spielbarer Charakter Shogo. All aboard! Aboard, nicht aboard, aboard. Okay, cool. So, wir könnten jetzt nochmal, also einfach nochmal triggern, ne? Dann würde er nochmal rausfallen. Totally lustig, ne? Ja, geil, Leute. So, das bedeutet jetzt, dass wir quasi wieder hoch müssen. Oder gab es da einen Ausgang und wir haben ihn mal wieder mal nicht gesehen? Das kann ja auch sein, ne? Dass wir von da halt rauskommen. Ein sogenannter Backtrack, wie sich das immer so schön schimpft. Aber nee, sieht nicht so aus. Cool, cool, cool. Hier kann man nichts, okay. Hier haben wir alles. Die steht hinter was? Nö. Gut. Dann raus. Aber es sollte ja gehen, weil wir gehen jetzt hier die Treppe wieder hoch und sind dann oben am Reaktor wieder. Und dann kommen wir raus, ab zum Schneemobil, ab rauf aufs Raft. Ja, passt doch super. Kontrollraum. Oh. Schönes Teil. Kühlprozess eingeleitet. Ja. Achso, jetzt könnte man natürlich hier. Crew Chamber, Tunnels. Ja, 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 ja. Das Ausgang. Ja. Wir könnten jetzt noch ein bisschen rumfahren. In einer sind wir ja drin gewesen. In einer Kammer, aber nicht in der anderen.
Ich weiß halt jetzt auch nicht, wo die andere ist, ne? Fahren wir mal ein bisschen rum hier. So, hier ist das Dorf. Okay. Wenn also hier das Dorf ist... Dann ist hier unser Floß. Ja. Coole Sache. Gut, wir wollen aber wieder hoch. Hier draußen gibt's nichts. Aha, jetzt sind wir wieder hier, okay. Also ich bin der Meinung, dass ich zwei gefunden hatte mal. Oh, guck mal hier, die sind jetzt nicht mehr grün. Ja, die sehen jetzt ein bisschen angenehmer aus, die Farben, ne? Geht's da wieder hoch? Gut. Ja, so viel ist hier nicht, ne? So, da geht's gleich da hoch. Also, die Insel ist eigentlich, ne? Eigentlich ist ein schönes Wort. Sehr überschaubar. So, da sind wir hochgesprungen. Das haben wir hingekriegt. Und da geht's wieder zum Dorf. Ja. Ich würde sagen, wir sind halt jetzt quasi zu blöd. Ist egal, Leute. Ist egal. Ja, schön hier ein paar Minuten verschwendet. So, das bedeutet aber, dass wir jetzt hier zum Floß kommen. Warum hat der keine Schuhe an? Das verstehe ich nicht. Warum hat er keine Schuhe an? Der hat nicht mal einen Namen. Ach, die Schuhe sind kaputt gegangen. Auch nicht verkehrt. Coole Sache auf jeden Fall. Glas aufnehmen, Glas aufnehmen. Ja, haben wir Scharniere, ey. Wir haben 17 Glibber. Das ist ordentlich. So. Planken kommen hier rüber. Oh Leute, wir müssen hier. Klick. Wir haben keine Titanbarren mehr. Ja, nur noch, also nur die vier. Oh Mann. Naja gut. Die Steine. Steine platzieren wir mal hier drinnen. Blub, blub.
Ah, Titanerze nicht. So, hier haben wir Metallpfeile, Glas. Dann haben wir hier Nahrung ohne Ende. Ja. Coole Sache. So, das Ding ist auch voller. Dafür brauchen wir einen extra Schrank irgendwann. Leute. Da ist auch noch ein Bauplan drin. Hier sind. Boah. Was kostet denn eigentlich so ein Schrank? Kostet der? Der kostet 4 Titanbarren. Alter Schwede, ey. Okay. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist. Ankerlichten. Dann lassen wir uns schon mal ein bisschen treiben hier. So. So. Okay. Dann. Utopia. 1603. Anmachen. Klick. 1811 Meter. Schalten wir mal den Motor an. Da bringen wir es erstmal auf Kurs, Leute. Ja. Dazu müssen wir aber an der Insel tatsächlich vorbeifahren. Ja, das kriegen wir hin. Tschüss! Tschüss! Okay, da ist noch eine Scholle. Ja, wir haben hier noch ein paar Bäumchen, die wir fällen können. Dann kriegen wir auf jeden Fall erstmal wieder Holz. Aber, also momentan haben wir mehr als genug Holz. So. Müssen wir mal schauen, dass wir hier... Ja, das sieht so aus, Leute, als wenn wir uns dem Ende nähern. Wir haben noch genug Klebeband, wir haben Verkaufsautomatmarken, wir haben noch 5 Stromkabel. Wir hätten übrigens auch alle wieder mitnehmen können, ja, wenn uns richtig langweilig gewesen wäre. Ja. 1400, nochmal eine große Insel. Wir halten ja eh eher bei kleineren Inseln, ne? Ja, Leute, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier an dieser Stelle. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, von der Insel weg. Geht ja noch ein bisschen so gegensteuern. Ja, tatsächlich. Also, die Insel sieht scheiße groß aus, ne? Aber nun gut. Müssen noch mal ein Stück weglenken hier. So, geradeaus. Ja, dann beende ich den Part an dieser Stelle. Oh, hier unsere schöne Heidtrophäe. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Und solltet ihr neu sein auf dem Kanal, lasst super gerne ein Abo am Start. Würde mich mega freuen. Verpasst ihr keine Folgen mehr von Raft. Werden wohl nicht mehr sehr viele werden. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und sage bis dahin, tschüss.